Dann steht er da mit so einer Nikon, mit so, keine Ahnung, 400 mm Teleobjektiv. Blitz oben raus, auf dem Schiff beim Walfotografen, ja. Der Mann hat keine Ahnung, wie wirklich diese Kamera funktioniert. Der kann die Basic einstellen, aber der macht damit von die geilsten Fotos von Die Walen. geilsten Und warum? Walfotos, Weil er seit 30 Jahren seine Lebenszeit darauf beschäftigt hat, Wale zu finden und zu fotografieren. heute habe ich einen besonderen Leckerbissen für euch. Ich habe ein Interview geführt, und zwar ein Interview mit dem deutschen Wetterfotografen Bastian Werner. Mit ihm habe ich ein Interview geführt. Wir haben uns eine halbe bis dreiviertel Stunde über Landschaftsfotografie, über Wetterfotografie, über Location Scouting und über die Frage unterhalten, was denn die geheime Zutat oder die Essenz ist, die man braucht, wenn man gute Fotos machen will. Gute Landschaftsfotos, gute Wetterfotos, es ist eigentlich egal, in welchem Gebiet. Wir haben uns über all diese Themen unterhalten. Wenn du also mehr über ihn wissen willst, schau einfach unter dem Video, dort findest du ein paar Links. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Interview mit Bastian Werner. Ja, erstmal freut mich, dass das geklappt hat. Freut mich, dich mal im direkten Gespräch auch kennenzulernen. Wir haben uns ja jetzt schon ein paar Mal irgendwie unterhalten. Ja, das stimmt allerdings. Warum Wetterfotografie? Also, ne, falls hier jetzt irgendjemand dieses Video schaut, der es nicht weiß, ich würde behaupten, du bist ja Deutschlands bekanntester Wetterfotograf, würde ich fast behaupten. Oder einer von Deutschlands bekanntesten Wetterfotografen, wenn du bescheiden sein willst. Ja? Wenn ich bescheiden sein will, bin ich einer von Deutschlands Wetterfotografen. Es gibt sicherlich ein paar Kollegen, von denen ich sage, die haben das so. Vielleicht nicht mit dem Wetter, da behaupte ich schon mal, dass ich das ziemlich im Griff habe, aber so fotografisch noch so ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen Ticken mehr drauf. Ja, das ist dann immer eine rein subjektive Meinung, die gibt es natürlich auf jeden Fall. Aber was ich einfach sage, ich hab das zugänglich gemacht, dieses Thema. Früher war das so eine eingeschworene Clique. Da gab es Ja. so, es hat noch angefangen, da war das, da kam das gerade mit Facebook auf, da gab es Internetforen, das war ja mal die Zeit der Internetforen, da gab das so Sturmjägerforen, da war man so mit so 50 bis 100 Leuten aktiv, die kannte man irgendwie alle, da hat man da über Wolken diskutiert, aber auf eine völlig andere Art und Weise. Es ging gar nicht so wirklich um die Ästhetik, sondern man hat wirklich nur reine Dokumentation geschaffen. Ja, es war egal, ob ich das jetzt auf dem Rewe-Parkplatz fotografiert habe, diese Gewitterzelle, oder mit dem Blick über den Bodensee. Ja. Und ja, also eigentlich dazu, dieses Forum habe ich dann entdeckt, weil ich eine Segelflugausbildung gemacht habe. Ich habe schon immer, das kann ich nicht begründen, woher es kommt, ein Luftfahrtinteresse und habe das einen Segelflugschein gemacht und fand dann irgendwann beim Segelfliegen das Wetter cooler, weil das Wetter war abwechslungsreicher als das Fliegen. Das klingt immer total dumm für Leute, sagen, boah, geil, du fliegst ja. Aber wenn man sich's mal überlegt, im Grunde ist das so, wie wenn ich mit 18 anfange, Auto zu fahren. Boah, geil, ich fahr Auto. Ja, und wenn du dann mal irgendwann im Außendienst bist und 50.000 Kilometer im Jahr bist, fährst du halt Auto. So ist das mit dem Fliegen, war das für mit dem Fliegen für mich. Ich finde Fliegen unglaublich cool, aber wenn man das jedes Wochenende macht, fand ich, hat das so ein bisschen auf die Dauer den Reiz verloren. Aber das Wetter, das war jedes Mal anders. Jedes Mal irgendwie hat das, und das Wetter hat ja bestimmt, wie gut ich als Segelflugpilot in der Luft bleiben kann. Wie lange fliege ich, wie weit komme ich, wo kann ich hinfliegen? Die Fragen kann ich nur mit dem Wetter beantworten. Und dann habe ich da entsprechende Ausbildung dazu gemacht, zum Segelflugpiloten, und habe dann natürlich da die ersten Wetterthemen kennengelernt. Und dann fand ich das so interessant, dass ich mich halt immer weiter reingelesen habe in diese Thematik und auch wie Gewitter entstehen, wie Tornados entstehen. Und dann habe ich dieses Sturmjägerforum gefunden. Und dann haben wir halt so, ja, habe ich dann mitdiskutiert, haben wir mitgeredet, ersten Touren gefahren, so in der Umgebung raus zum Fotografieren. Und damals war das aber noch so, dass es so eine Handvoll Leuten gab, die ist immer in die USA gereist und hat das dort gemacht, zum Stormchasen. Aber gerade so in Deutschland und Europa war das wirklich erstmal nur so, dass die meisten so vor der eigenen Haustür in der Umgebung ein bisschen rumgefahren sind. Und erst mit der Zeit kam es dann wirklich so, dass man gesagt hat, hey, komm, warum fahren wir denn nicht mal weitere Kilometer? So ist es immer weiter geworden. Und jetzt mittlerweile hat man so eine europäische Community, dass ich niederländische, französische, belgische, italienische Stormchaser kenne und man auch wirklich dann vernetzt ist und sieht, ja, da war eine super Zeltlage jetzt irgendwo in Frankreich und dann sieht man die ganzen Fotos und das gab es damals alles noch nicht. Irgendwann hatte ich diese Erkenntnis gehabt zu sehen, okay, wenn ich das Wetter cool fotografiere, ja, es ist die eine Sache. Und dann habe ich ihm gesagt, okay, ich möchte auch noch schöne Fotos machen. Ich packe noch eine schöne Landschaft dazu. Ich möchte das nicht nur dokumentieren, sondern ich möchte
Bilder machen, die nicht nur für Leute sind, die Wolken mögen, sondern ich wollte Fotos machen. Genau, sondern ästhetisch. Ich möchte eine Faszination für das Wetter in Leuten auslösen, die sich eigentlich gar nicht dafür interessieren. Das ist dann bist du ein guter Fotograf, diese Faszination zu erwecken. Mhm. Und das war damit mein Ziel. Also habe ich angefangen, schöne Landschaften zu nehmen und dann immer zu gucken, okay, jetzt fahre ich irgendwo hin, wo das Gewitter ist und fotografiere das aber mit einer schönen Landschaft im Vordergrund. Ja, und irgendwann fand ich das dann so langweilig, man konnte ja nur von April bis in August Gewitter fotografieren, dann habe ich angefangen, Nebel zu fotografieren, Abendrot, das fand ich dann auch cool. Und so kam halt immer mehr Wetterphänomene dazu, Polarlichter, leuchtende Nachtwolken, Eis, Schnee, was halt eben alles zum Wetter dazugehört. Ich habe dann irgendwann erkannt, Mensch, es gibt auch andere Landschaftsfotografen, aber die fahren mehr so zufallsmäßig raus morgens und versuchen was zu erreichen. Ich dachte mir so, hey, warum macht ihr das denn? Ich weiß doch, ihr braucht morgen nicht zu fahren, es bleibt grau oder morgen gibt es keinen Nebel. Und dann kam dann irgendwann diese Idee. Ja, so habe ich auch angefangen. Ja. Ja, genau, irgendwann kommt diese Erkenntnis, denkst so, scheiße, warum, ich fahre immer raus und irgendwie, das wird nichts. Und dann habe ich dieses Buch geschrieben und seitdem habe ich mir so auf die Kappe geschrieben, halt dieses Wetter. Fotografieren mit Wind und Wetter, das Buch meinst du jetzt? Genau, das ist mein erstes Buch. Ja. Und seitdem habe ich mir so auf die Kappe geschrieben, halt diese ganze Thematik zugänglicher zu machen. Und es ist echt spannend zu sehen, wie viele neue Sturmjäger es gibt und wie viele Leute auf einmal Gewitter fotografieren in ihrer Umgebung. Das ist einfach so ein Wachstum gewesen. Zum Beispiel, ich habe den Hashtag Wetterfotografie auf Instagram. Ich glaube, der hat mittlerweile 90.000 Fotos. Mhm. Den habe damals so vor 3 Jahren oder so, oder 2,5, ich weiß nicht, wann ich den eingeführt habe, habe den nur ich benutzt. Da habe ich irgendwann gesagt, hey Mensch, Leute, taggt doch einfach mal eure Wetterfotos mit Wetterfotografie. Und dann ist das hochgegangen, also 1.000, auf einmal waren das 90.000 Beiträge diesem Hashtag Wetterfotografie. Das war vor 2,5 Jahren noch nicht und ich habe den eingeführt bei Instagram, so als Information, ja. Mir ist auch die Domain wetterfotografie.de, also ja, das war meine erste Homepage und deswegen finde ich das total cool, dass das jetzt so viele Leute für sich entdeckt haben, dass man jetzt so eine rege Community dazu hat, ja. Den Hergang finde ich interessant oder auch, was du gerade sagtest, von wegen als guter Fotograf, ne, oder wenn ich ein guter Fotograf sein will, dann will ich auch eine Faszination für das Thema wecken, was ich fotografiere. Ne? Und das ist natürlich, also du hast mich tatsächlich auch zur Wetterfotografie gebracht, auch genau mit dem Buch tatsächlich, das ich mir irgendwann zugelegt habe. Und dann habe ich halt auch angefangen, so mit einer Arbeitskollegin von mir tatsächlich, dass wir dann immer aus dem Bürofenster rausgeguckt haben und sind das mittelhohe Wolken und sind das jetzt Cumuluswolken oder sind das jetzt Strato Alto, was auch immer. Ja, wirklich angefangen haben, einfach so zum Training die Wolken zu analysieren. Ja, tatsächlich so die Faszination für das Thema Wecken, finde ich, ist so ein ganz guter Gedanke. So habe ich das tatsächlich vorher noch nicht gesehen. Na, also klar, ich habe schon Landschaftsfotografie gemacht, weil ich gesagt habe, so, hey, ich will Leuten Lust auf Landschaft machen. Mhm. Ne? Aber so wie du es jetzt gerade nochmal gesagt hast, finde ich das eigentlich nochmal besser, sozusagen. Okay, ich will wirklich eine Faszination in den Leuten wecken für ein bestimmtes Thema. Ich will nicht nur zeigen, so, hey, guck mal, wir haben eine schöne Landschaft, sondern ich will, dass sie Landschaft oder dass sie Wetter vielleicht anders wieder wahrnehmen. Wetter ist nicht das Schlechte, was uns die Natur kaputt macht, sondern Wetter ist faszinierend. Ja, ja, das Lustige ist ja, weil du sagst, das Wetter macht die Natur kaputt. Im Grunde ist ja Wetter und damit teilweise auch die Geologie unseres Planeten, das ist ja eigentlich, sage ich mal, ein großes zusammenhängende Sache. Wetter, Geologie, Gebirge, das hängt alles zusammen, Meere, das ist ein großes Ding und das treibt ja die Natur. Das ist ja das Faszinierende daran. Das heißt also, das mächtigste, lebensbestimmende, was es auf unserem Planeten gibt. Wir existieren wegen Wetter und das Schöne daran ist, in Europa, oder der Mensch, der sozusagen in Europa angefangen hat, sesshaft zu werden, erste Hütten zu bauen, das fing ja wirklich dann in Europa so richtig an, dass wir so aufgeblüht sind. Und da gibt es auch eine Theorie hinten dran, das besagt, dass der Steinzeitmensch sich in Europa ein bisschen mehr Gedanken dazu machen musste, zu leben, als er das jetzt in Afrika hat, wo der erste Mensch entstanden ist. Weil in Afrika ist das so gewesen, das ist recht gleich wie die Jahreszeit. Es gab kein Wetter, weißt du, das Wetter ist die ganze Zeit gleich. Mhm.
Und in Europa ist das nicht so. Die Viehherden ziehen, die, es war nicht immer flüssiges Wasser zur Verfügung, es gab Winter, es gab Minusgrade. Saisonale Wetterbedingungen. Ja. Genau, es gab eben saisonale Sachen. Und das hat dafür gesorgt, dass wir eben ein anderes Verhalten an den Tag gelegt haben und dann angefangen haben, Werkzeuge zu erfinden, Sachen aufzuheben, Essen einzusparen. Das ist also extrem interessant, wie sehr sich eigentlich das Klima und Wetter in unserer Entwicklung eigentlich widerspiegelt. Und es ist so, wir haben so viel Kulturgut, was eigentlich nur auf das Wetter basiert. Überleg mal, Schlitten, Skifahren, ja, bestimmte, selbst Segelboote, Segelschiffe, selbst das ist Kitesurfen. Also selbst wenn ich angeln gehe am Wochenende, ist das vom Wetter abhängig. Ich gehe Mountainbiken, ich gehe Glattlassen, alles Sachen, das ist alles vom Wetter abhängig. Und trotzdem beschäftigen wir uns im Alltag eigentlich fast gar nicht damit, obwohl es eigentlich so sehr bestimmt. Und gerade jetzt in so einem Zeitalter des Klimawandels, wo Wetter immer präsenter wird und in Zeiten der erneuerbaren Energien, wo auf einmal auch noch unser Energiebedarf, den wir täglich haben, auch vom Wetter abhängig ist. Ja? Der Strom, der aus meiner Leitung kommt, ist auf einmal vom Wind erzeugt, von Solar erzeugt, von Wasserkraft erzeugt. Das ist alles wiederum Wetter. Ja? Und deswegen finde ich das auch so cool, dieses Thema zu teilen, weil man kann sich jeden Tag damit beschäftigen. Es ist so unglaublich komplex. Es gibt sogar Forensiker, die sich mit Wetter beschäftigen. Es gibt die anhand von, du guckst, wie warm ist es gewesen, wie feucht ist es gewesen und kannst dann noch Leiter zurückführen, wann ist jemand gestorben und wann, wie lange war der tot. Ja? Das ist was anderes, wenn ich jetzt 2 Wochen lang im Frost im Januar lag im Wald oder ob ich jetzt 2 Wochen in der Sonne jetzt lag. Ja? Und das sind einfach so Aspekte, die irgendwie uns beeinflussen und wir gar nicht nachdenken. Ja. Ja, man merkt, du brennst nicht nur für die Wetterfotografie, sondern für das Thema Wetter an und für sich. Du hast da inzwischen auch, wenn ich das irgendwie richtig mitbekommen habe, tatsächlich das auch als Studium abgeschlossen. Ne? Ich habe nicht Meteorologie studiert. Ich hatte mich dagegen entschieden aus dem Grund, dass Meteorologie, das ist, wie kann man das erklären? Das ist ungefähr so als, okay, lass mich so vergleichen. Du willst gerne Bilder malen, also studierst du Kunst. Dumme Idee. So, ja. Das heißt, also du verbaust dir damit die Freude daran, das zu tun. Und ich wollte nicht Meteorologie studieren und so, oh, warum soll ich diesen ganzen Kram lernen, weil mich davon 90% auch tatsächlich nicht interessiert hat. Das ist dann eher so für Leute, die sagen, okay, ich will jetzt wirklich die Klimamodelle, die Zahlen, die Wettermodelle machen. Das ist wirklich der Teil Physik, Zahlen schubsen. Das wollte ich gar nicht so machen. Ich wollte wirklich das Wetter erleben. Das ist so eher das, worauf mich interessiert. Ich wollte draußen sein. Ich will das sehen. Ich will das erleben können. Das ist so eher das Ziel. Das konnte ich mit dem Meteorologiestudium nicht machen. Deswegen habe ich dann, weil ich hier draußen mal studieren wollte, Optotechnik und Bildverarbeitung studiert. Okay. Optotechnik, das ist Kamerasysteme konstruieren, optische Systeme auslegen, Lasertechnik, solche Sachen. Und Bildverarbeitung ist Informationsgewinnung aus Bildern. Das hat mich von der Thematik her echt interessiert und es ist auch ein sehr interessantes Fach. Und damit bin ich dann wiederum aber beim Deutschen Wetterdienst gelandet und habe einen ganz kleinen Teil programmieren dürfen. Ich habe auf dem Wetterradarbild nach Strukturen gesucht, die zu erkennen lassen, ob ich jetzt eine erhöhte Gefahr von Wind oder Sturmböen eben habe, mit einem Gewitter zusammen. Da gibt es bestimmte Strukturen auf dem Wetterradar und ich habe einen Algorithmus dafür geschrieben, diese Strukturen zuverlässig zu finden. Und deswegen habe ich meine Abschlussarbeit dann beim Deutschen Wetterdienst gemacht. Ah ja, ah, okay, das dann kommt mein Gedanke daher, oder dass ich dachte, du hast irgendwie was mit Meteorologie oder mit Wetter studiert, weil ich wahrscheinlich gesehen hatte, dass du irgendwas mit dem Deutschen Wetterdienst da in deinem Studium zu tun hattest. Ja. Nee, und auch aber, jetzt. Aber dann gar nicht, also im Studium gar nicht mit dem Thema Wetter zu tun gehabt, sondern mehr mit der anderen Seite, ja, mit der Fotografie in Anführungszeichen. Ja, nicht wirklich die Fotografie, sondern Bildverarbeitung. Ne? Genau, dreidimensionale Datenverarbeitung. Im Grunde ist Bild, das klingt erstmal für uns so irgendwas an der Wand hängt, aber das geht von Röntgenbilder zur Kernspintomographie zur Analyse von Teilchenbeschleuniger Daten. Das ist alles Bild, also zweidimensionale Daten, das ist ein Bild.
Und ob ich da jetzt eine Wetterkarte habe, auf der zweidimensional Daten dargestellt werden oder sonst irgendeine andere Karte, das ist mir für die Bildverarbeitung egal, welche Daten das sind. Ich möchte da drin Strukturen finden. Das habe ich dann zum Beispiel im Deutschen Wetterdienst auch gemacht. Zu sehen oder zu hören, wo jetzt in deinem Fall du halt irgendwie herkommst und wie du irgendwie zur Fotografie gekommen bist und dass du halt nicht nur Fotografie machst, sondern dass du halt auch andere Dinge machst. Aber es schneidet alles irgendwie so in dieselbe Kerbe rein. Es hat alles mit dem großen Themenkomplex Wetterfotografie zu tun, sage ich mal so. Aber das zu sehen und da so ein bisschen Hintergrund auch zu erfahren, finde ich persönlich spannend und deswegen hoffe ich, dass diejenigen, die sich das Video dann anschauen oder dieses Interview anschauen, das genauso spannend finden. Ja, ich hoffe es. Eine Sache noch wollte ich noch sagen, zu dem Talent von Fotografen, weil du ja festgestellt hast, dass ich ja extrem sozusagen für mein Thema brenne mit der Wetterfotografie und dass ich das dadurch in meinen Bildern gut kommunizieren kann. Und wenn man sich das überlegt, es geht, die Essenz der Fotografie ist es absolut nicht, die Kamera bedienen zu können. Das ist ein riesengroßer Fehler. Und das möchte ich jetzt niemanden beleidigen, aber es gibt viele Fotografen, die falschen Ansatz haben. Ich habe teilweise Teilnehmer, die kommen zu mir und die reden mit mir 10 Minuten lang über Kameraausrüstung. Ich sagte, ich habe davon keine Ahnung, ja. Ich habe meine Partnerschaft mit Hammond, da habe ich meine Objektive, ich habe meine Kamera, die kann ich bedienen, da kann ich meine Bildbearbeitung machen, super, ja. Aber ich habe jetzt keine Ahnung, ich bin bei Nikon, was die ganzen Canon-Kameras können. Ich kann das so, die Basics für meine Workshop, ich kann die Kamera komplett bedienen und alles, das ist ja gar kein Ding. Aber jetzt sozusagen das Hundertstel ins Tausendstel zu diskutieren, was da jetzt der Dynamikumfang bei welcher ISO-Stufe ist, ich habe davon keine Ahnung. Und ich kann den Leuten auch raten, die anfangen wirklich zu fotografieren, sich nicht so sehr Sorgen darum zu machen, sondern sich wirklich mit dem, was ich fotografieren möchte, zu beschäftigen. Sozusagen, weil die besten Tierfotografen sind keine ausgebildeten Fotografen, ja, man sieht das immer in so Reportagen, wenn man so eine Reportage anguckt, irgendwelche Biologen auf so einem Walbeobachtungsschiff und dann steht er da mit so einer Nikon, mit so einem, keine Ahnung, 400 mm Teleobjektiv, Blitz oben raus, auf dem Schiff beim Walfotografen, ja. Der Mann hat keine Ahnung, wie wirklich diese Kamera funktioniert, der kann die Basic einstellen, aber der macht damit von die geilsten Fotos von Wale. Und warum? Ja. Weil er seit 30 Jahren seiner Lebenszeit darauf beschäftigt hat, Wale zu finden und zu fotografieren. Und das ist wirklich die Essenz der Fotografie. Ja, ich habe, glaube ich, ich glaube, es war Steve McCurry, der hat das mal irgendwann in einem Interview gesagt, als er gefragt wurde, was er denn jemanden, der sich irgendwie mit der Fotografie beschäftigen will oder mit einem bestimmten Gebiet der Fotografie beschäftigen will, was er demjenigen denn empfehlen würde. Ich meine, es sei Steve McCurry gewesen. Und der meinte halt auch, studiere. Studiere das, was du fotografieren willst. Ne? Also Wenn du Landschaftsfotografie machst, studiere Geografie. So nach dem Motto, ja. Das heißt nicht, dass du ein Studium Geografie machen musst. Aber das, was du fotografierst, solltest du verstehen. Ja, das heißt, wenn du die Alpen fotografierst, solltest du verstehen, was habe ich denn da gerade vor mir? Ne? Ja. Das sind jetzt nicht nur Landschaften, die höher und tiefer sind, sondern ne, warum habe ich hier eine steile Kante und auf der anderen Seite so eine abfallende Wiese oder was auch immer. Ja. Ja? Warum ist auf der einen Seite vom Berg alles grün und auf der anderen Seite vom Berg alles trocken? Mhm. Ne? So das dann zu verstehen und ne, halt genau wie du meinst. Total, ne? Dass es halt nicht darum geht, fotografieren zu können, sondern das, was ich fotografiere, zu verstehen und das dann halt im Bild, ich sag mal, ins Bild auch zu übertragen. Ja, ich merke es immer daran. Zum Beispiel Kian ist ja jemand, der viele Bäume fotografiert. Jetzt nochmal auf das Buch. Der Kian Schönberger, genau. Ja. Und eine Freundin von mir aus dem Odenwald, eine befreundete Fotografin, die Yvonne, die fotografiert auch viele Bäume. Und ich finde die Fotos total klasse. Ich finde die absolut geil. Ja, aber finde ich auch beide sehr gut. Ja. Absolut. Aber ich habe keine Muße, wirklich nicht, lange durch den Wald zu rennen und Bäume zu suchen. Ich habe dafür keine Muße. Mich interessiert das nicht. Ich finde die Fotos cool, aber mir fehlt die Muße dazu. Deswegen werde ich niemals so gut sein. Ja.
Zum Beispiel, Yvonne ist so jemand, oder Kinder, die laufen stundenlang durch den Wald und suchen den perfekten Spot, den perfekten Blick auf die Bäume. Ich habe dafür keine Geduld. Ich finde die Fotos geil, ich hätte die auch gerne, aber ich habe keine Lust darauf, mich damit so lange zu beschäftigen. Also habe ich diese Fotos nicht, ja. Dahingehend spamme ich Instagram momentan mit allen möglichen Schlössern über dem Nebel, weil ich es total geil finde, diese Schlösser über dem Nebel zu fotografieren. Und ich ungefähr jedes Schloss in der Umgebung, jede Burg und was auch immer, dieses Herrenhaus, was irgendwo auf einem Hügel in der Umgebung sitzt, kenne. Und dahingehend dann genau weiß, ah, jetzt ist der Nebel 400 Meter ungefähr morgen früh hoch, ah, jetzt kann ich irgendwie, keine Ahnung, zur Burg Breuberg in Odenwald fahren. Ja, ja, es ist... Ne, das kommt, finde ich, so ein bisschen auf die, oder die Essenz dahinter ist im Prinzip, ne, du musst nicht irgendwie fotografieren, was du irgendwie bei anderen siehst, was irgendwie geil ist, sondern du musst dich für das, was du fotografierst, auch interessieren. Nur dann, ne, keine Ahnung, wenn du, ja. Ich sag mal, wenn du jetzt wie in deinem Beispiel, ja, wenn du irgendwie Schlösser über Nebel fotografierst, aber du bist nicht, ne, du hast keinen Bock, morgens früh aufzustehen, Schlösser findest du jetzt irgendwie nicht so interessant und so, ja, nee, aber ey, sind coole Bilder, komm, beschäftige ich mich jetzt mit. Du wirst nie die Qualität an Bildern bekommen, die du dann vielleicht, wenn du irgendwie total gerade für das Thema brennst. Ne, oder das, was da für mich dahinter steckt, ist halt, du musst nicht versuchen, andere Leute zu kopieren, ja, oder die Themen, die andere Leute machen, nur weil du die Bilder geil findest. Du kannst die Bilder geil finden, aber du musst auch für das Thema brennen. Ja, absolut. Das heißt, du kannst sagen, ey, die Waldfotos sind super, aber ich gehe halt nicht gerne stundenlang durch den Wald. Mhm. Gut, dann such was anderes für dich. Ja. Das ist, denke ich, das, ja, was absolut, da in Essenz dahinter steht. Ja. Und bei dir ist das ja eindeutig alles, was irgendwie mit Wetter zu tun hat. Ja. Ja, das ist das Fein. Du musst auch... Man kann seine eigene Motivation immer ganz einfach testen. Für was würde ich morgens um 4 Uhr aufstehen? Ja, das ist ganz, also ich möchte immer gut Licht fotografieren, zum Beispiel Landschaftsfotograf, für welche von den Motiven stehe ich morgens um 4 Uhr auf? Und damit kann ich das ganz einfach ausnehmen. Wenn man sich da so im eigenen Bewusstsein nicht so klar drüber ist, was finde ich jetzt so richtig cool, dann einfach mal zu überlegen, für welche von den Locations, wenn ich jetzt morgen Nebel habe, würde ich jetzt aufstehen und dahin fahren, ja? Wann würde ich das jetzt machen oder wann nicht? Und dann kann man mal schnell herausfinden, was man jetzt eigentlich fotografieren möchte. Ja. Ich glaube, das muss ich mir mal überlegen. Was sind denn tatsächlich die Motive, für die ich morgens um 4 aufstehen würde? Mir fällt spontan eines ein, aber das gibt es leider nicht so viel hier bei mir in der Umgebung. Das sind Eishöhlen. Ja. Ja. Dafür bin ich schon um 4 Uhr aufgestanden. Ja, das ist auch super faszinierend. Also, bei welchem Reiseführer bist du gewesen auf Island? Weißt du das noch? Ja, ich bin mit Local Guide unterwegs gewesen. Also localguide.is. Ja, es ist, glaube ich, der Chef sozusagen, in Anführungszeichen von denen, oder? Weil, ich weiß nicht, also wir hatten irgendeinen, der hat gesagt, ja, ich kann mich zurückdatieren auf die Wikinger, die hier im 14. Jahrhundert auf Island angekommen sind. Ja, also es gibt... ja, das weiß ich nicht. Also das war sozusagen der Chef von diesem Gletscher, in Anführungszeichen, wo der da irgendwie... Ja, es gibt Local Guide auf Vatnajökull. Ne? Ja. Es gibt diesen Local Guide auf Vatnajökull, das ist der Vater im Prinzip, und dann hat Aaron und Helen, Aaron ist der Sohn, und Helen, das ist die Frau, die haben dann im Prinzip, die führen das Unternehmen im Prinzip weiter, aber haben ihre eigene Marke daraus gemacht. Die haben dann dieses Local Guide daraus gemacht. Und ich bin immer schon mit denen unterwegs gewesen, weil ich, als ich 2015 für 3 Monate auf Island war, nach Guides gesucht habe. Und ich habe versucht, weil es für mich damals relativ teuer war, denen irgendwas anzubieten, Fotos anzubieten oder was auch immer. Und dann bin ich zufällig mit denen dabei gelandet, dass ich für die deren Website gemacht habe. Ja, okay. Und dann drei Wochen tatsächlich bei denen und mit denen gelebt habe, und mich bei jeder Gelegenheit mit in Eishöhlen genommen habe. Ja, aber das ist, halt mit denen ganz Kontakt. Vor allen Dingen, das ist doch das Beste, was du kriegen kannst, wenn du eine neue Website möchtest. Das ist doch das Geilste überhaupt für die. Du hast 3 Wochen genau denen ihre Workflows Unternehmen gesehen. Das ist perfekt. Du kannst dir die beste Website ever bauen. Das ist doch nice. Ja, also die haben die auch noch immer im Einsatz, und das klappt auch noch immer ganz gut. Mit denen stehe ich noch immer in Kontakt, und also jeden, ne, nicht nur, weil ich den persönlichen Kontakt zu denen habe, sondern weil ich sie auch einfach gut finde, weil sie auch sehr auf Fotografen spezialisiert sind.
Die sagen halt, ja, wir gehen, wenn es nicht anders geht, gehen wir auch in die großen Eishöhlen. Wir haben ganz viele andere Eishöhlen, die halt nicht von diesen Touri-Unternehmen angefahren werden, ne? Sondern wir haben auch ganz viele Eishöhlen, die halt etwas weiter sind, die aber fotografisch sehr interessant sind. Wenn wir da aber nicht hinkommen, dann passen wir die beliebten Eishöhlen zumindest so ab, dass wir nicht in den Haupttouristenströmen da sind. Ne? Das heißt, ja, sie sind sehr auch auf mit dem Augenmerk tatsächlich auch auf Fotografie und auf Fotografen spezialisiert. Ja, ich glaube, mit denen war ich auch in der Eishöhle, ja. Ja, das kann gut sein. Die sitzen da, die haben jetzt inzwischen haben die ihren schwarzen Truck direkt an der Gletscherlagune. Vorher hatten die das an so einer kleinen Tankstelle, hatten die ihre Zentrale. Okay, nee, ich weiß nicht, also das war irgend so ein weißen, umgebauten Pickup-Bus, keine Ahnung. Was jetzt war, ich glaube, der war auch recht alt, der Mann. Ich glaube, das war dann vielleicht der Vater von denen, weil das war auch der Vater. Ja, ich glaube, das war der, weil ich habe von dem auch nur die Tour bekommen, weil ich den Kontakt von jemandem bekommen hatte, sonst macht er auch gar keine Touren mehr. Das war wahrscheinlich. Ja, richtig, genau. Der macht eigentlich keine Touren mehr. Der macht, glaube ich, noch ein, zwei andere Sachen und mit Klienten, die er halt schon ewig hat. Ein persönlicher Tipp von dir, was du jemandem empfehlen würdest, der mit Wetterfotografie anfangen will. Ja, mit Wetterfotografie oder eigentlich war meine Idee tatsächlich eher sogar mit der Sturmfotografie. Weil Wetterfotografie, da würde ich sagen, die ganz klare Empfehlung meinerseits wäre, dein Buch zu kaufen. Das wäre ein guter Einstieg, aber jemand, der ins Stormchasing oder halt das Fotografieren von Gewitterwolken einsteigen will, was würdest du demjenigen empfehlen? Ich würde empfehlen, erstmal mir eine Faszination, also die Faszination mir dafür richtig zu holen. Ich würde erstmal auf YouTube alle Storm-Chasing-Reportagen mir angucken. Es gibt auch viele amerikanische Sturmjäger, die eigenen YouTube-Channels haben. Und sich das erstmal richtig anzuschauen, wie das ein bisschen abläuft, ein bisschen die Wolkenstrukturen zu sehen und dann wirklich diese amerikanische Sturmjäger-Szene zu durchforsten. In Deutschland gibt es das noch nicht so richtig. Aber die haben sehr coole Plattformen, wo auch viel erklärt ist, wie das funktioniert mit dem Tornado, mit der Physik hinten dran. Und die haben sehr viele gute Lehrbuchbeispiele einfach. In Anführungszeichen, dass sie jetzt Lehrbücher hätten, sondern wo man einfach gut erkennen kann, wie das abläuft mit den ganzen Wolkenstrukturen, was ich daraus lesen kann, um das einfach ganz, ganz oft anzugucken und dann lernt man daraus richtig viel sozusagen. Ja, bevor ich überhaupt anfange, viel über direkt die Physik nachzulesen, erstmal einfach zu gucken, wie sieht das optisch aus und danach kann ich mal wirklich anfangen, mich reinzulesen, wie entsteht ein Gewitter, warum entsteht das, was ist das? Also das würde ich erst im zweiten Schritt dann tatsächlich machen. Naja, okay, das heißt, ne, das kommt dann tatsächlich wieder auf die Kernaussage von eben zurück, man muss erstmal eine Faszination entwickeln. Ja, genau. Nur weil andere jetzt schöne Gewitterfotos machen, wenn ich keine Faszination für Gewitter habe, dann kann ich Gewitterfotos schön finden, aber dann wird es schwer, selber gute Gewitterfotos zu machen. Genau. Ich muss eine Faszination dafür haben. Ja, oder entwickeln. Oder das Stormchasing, Gewitterfotografie, also ich sag mal so, den Anspruch, den ich sozusagen an die Leute habe oder an mein Team und die anderen Sturmjäger, ist wirklich tatsächlich, wenn es Gewitter gibt, dann ist das heiliges, sondern dann wird dann wirklich darüber diskutiert und dann nehme ich mir einen Urlaubstag dafür auf der Arbeit oder wenn ich, lasse ich mich krank schreiben, wie auch immer, oder tausche Schichten, dass ich dann da an dem Tag Stormchasen kann. Und dann wird da halt morgens, trifft man sich auch mal um 8, 9 Uhr morgens, dann fährt man halt erstmal 500, 600 Kilometer auch nach Frankreich rüber, was natürlich jetzt dieses Jahr ein bisschen blöd war, um dann halt dann dort Stormchasen zu gehen. Ja, das ist so die Motivation, die man dafür normalerweise braucht. So, ich sag mal so, wenn ich nur sage, ja, ich versuche mal so einen Blitz in der Umgebung zu fotografieren, das funktioniert, ja, aber es gibt einfach nicht so viele Gewitter in der eigenen Umgebung, ja, vielleicht eins im Jahr. Und wenn man das wirklich sagt, ich möchte mich damit beschäftigen, dann muss man wirklich sehr viel Zeit drauf aufwenden, ja. Und zum Beispiel ist es bei mir so, jetzt über die Jahre hinweg ist es einfach etabliert, im Sommer, wenn es halt so ist, es gibt Gewitter und ich bin da verabredet mit einem Kumpel, da sage ich, ey, Bro, es gibt jetzt Gewitter, können wir uns einfach zwei Tage später treffen, das ist auch mittlerweile kein Thema mehr, ja, weil es halt einfach nicht anders funktioniert. Wer mehr über dich wissen will oder auch Workshops bei dir buchen will, auch im Sommer hast du diese Begleite-mich-Workshops, wo dann auch man zum Beispiel bei Wetterfotografie dabei sein kann, ne? Genau, ja, da kann man auch mit Stormchasen kommen. Genau, das findet man dann alles auf deiner Website. Die werde ich dann auch nochmal in der Videobeschreibung unten verlinken, zusammen mit deinem neuen Buch, deinem alten Buch und was wir sonst so alles
heute in dem Interview besprochen haben oder bequatscht haben. Hast du von deinem neuen Fotobuch zufällig ein Exemplar da? Nee, das ist ja noch gar nicht fertig. Nee, das ist noch nicht gedruckt. Das ist jetzt gerade im letzten Feinschliff die letzten kleinen Sachen raus. Und dann ist das, also es ist schon gesetzt, jetzt macht man auch den Feinschliff und dann soll das, glaube ich, nächste Woche, ich glaube, schlag mich tot, 27.11. ist, glaube ich, Druckdatum. Also dann jetzt nächste Woche, jetzt um die letzten Feinheiten noch, ja. Ja, aber Vorverkauf läuft ja auch schon, da kann ich dann auch auf jeden Fall auch das Buch verlinken, wenn... Genau, also das ist auch ganz wichtig, weil der Punkt ist, die zum Beispiel ganz große, wie Amazon oder sowas, die sagen so, ja, wir nehmen halt jetzt irgendwie 200 Exemplare auf einmal, dann kriegen die halt ganz andere Rabatte und dann haben wir nochmal eine viel größere Gewinnspanne als der Buchladen um die Ecke, der sagt ja, ich nehme mal 10 Exemplare und hoffe, dass ich die innerhalb von 2 Jahren vielleicht verkaufe oder so. Ja. Das ist halt schon mal nochmal eine ganz andere Hausnummer. Deswegen ist das Vorbestellen für mich so wichtig, weil in dem Moment können halt sozusagen die Leute bei mir vorbestellen. Ich kann sagen, okay, ich bestelle jetzt 100 Exemplare auf einmal und kann dann halt vom Verlag einen ganz anderen Rabatt bekommen, als wenn ich jetzt nur 10 oder so auf einmal bestellen würde. Ja, tatsächlich, man verdient wirklich, sei denn, man ist jetzt irgendwie ein ganz krasser Autor, wirklich recht wenig mit so einem Buch. Also ich teile mir jetzt mit dem Kilian zusammen 12% vom Verlag-Verkaufspreis. Und Verlag, der verkauft das für 24 Euro und im Handel wird es dann für 40 Euro verkauft. Das heißt, diese 16 Euro, die steckt sich dann Amazon in die Tasche, wenn man das bei Amazon verkauft. Ja. Der Autor bekommt tatsächlich selbst dann nur 2,40 Euro. Jo. Und die teile ich mir dann auch mit mir. Also wenn man das macht, um reich zu werden, das lohnt sich tatsächlich absolut gar nicht. Ja. Und ja. Deswegen okay, hat auch Jeff... Ich streich's gerade von meiner Liste Buch schreiben. Ja. Also dafür absolut gar nicht. Ja. Es ist ein Türöffner und es ist gerade... In Deutschland, wir sind ein Land der Abschlüsse, gerade in Deutschland ist es eine schöne Sache, wenn man für ein bestimmtes Thema keinen Abschluss hat, sozusagen einen Verlag zu bekommen, der das als gut empfindet und ich damit sozusagen dir den Rang verleiht, als Autor über ein bestimmtes Fachthema zu haben und das macht dir halt an Türen auf. Das ist der Hauptzweck eigentlich von den Büchern, ja. Ja, so Expertenstatus auch gewinnen dadurch, ne? Ja, genau. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich hab's ja bestellt. Oder auch vorbestellt und bin sehr gespannt zu sehen, was da für Fotolocations drin sind. Ja, einige. Also wir hatten, Kilian und ich haben zusammen mal so grob überschlagen, dass wir 2.500 Fotospots in Deutschland kennen. Und wir haben das jetzt, sage ich mal, auf ein Zehntel reduziert in dem Buch, die besten 250 Spots wirklich von der Nordsee bis in den Alpen runter mal markiert. Das ist natürlich bekannte Sachen mit dabei, die müssen natürlich reinbringen, so Schloss Neuschwanstein, Burg Hohenzollern, aber auch irgendwie Kreidefelsen auf Rügen, das ist dann auch mit drin. Aber da auch so viele unbekannte Sachen, die man halt wirklich noch gar nicht gesehen hat. Das sind wirklich auch Sachen dabei, die habe ich dann fotografiert mit der Motivation heraus, dass ich irgendwo im Internet mal zufälligerweise ein Handyfoto von dieser Burg oder diesem Schloss gefunden hatte und habe dann davon ein gutes Foto fürs Buch gemacht. Das war schon erstaunlich. Also, es ist viel Recherchearbeit da drin. Und das Interessante ist aber, dass je länger man sich mit Deutschland beschäftigt, desto mehr Motive kann man noch daraus. So, das ist noch gar nicht irgendwie am Ende oder sowas. Also, da ist auf jeden Fall, da wir jetzt sozusagen wissen, wie das funktioniert, noch ein zweiter Band drin mit noch weniger bekannteren Locations, die man hinterher schmeißen kann. Es hat deswegen auch zum Schluss noch so lange hinaus gedauert, weil wir sehr ethischen Anspruch hatten. Das zu machen, weil sowohl Kia als auch ich Fotografen sind, die auf gar keinen Fall irgendwas kaputt machen wollen, was zertrampeln wollen oder sagen einfach, okay, geh auf die Location, geh da fotografieren, weil man sieht das einfach an den Fotografie-Hotspots unten, zum Beispiel in den Alpen, ja. Wirklich, Gerold Seder sagt jedem was, das sind diese komischen schönen Hütten mit dem, was ist das, welches Bergmassiv das hinten dran ist. Und da ist wirklich ein Trampelpfad über diese Wiese hoch, der halt vor 5 Jahren natürlich noch nicht gewesen noch ist. Nicht ja. Mal, Und das liegt halt auch, natürlich auch daran, dass die Leute schwer selbst recherchieren können. Es war eine extrem große Summe an Zeit, die da reingeflossen ist, unsere Lebenszeit von Kilian und mir, diese ganzen Locations in Deutschland zu finden. Und das kann ich als normale Person gar nicht machen. Das heißt, ich google Fotolocation Voralpenland oder Alpenregion. Und dann kriege ich halt sofort da in Garmisch-Partenkirchen 10 Locations gezeigt. Das sind die 10 Locations, zu denen jeder fährt.
Ja. Und das wollten wir halt so ein bisschen auseinanderreißen, weil auch noch andere kleinere Locations damit reinbringen. Und damit teilt sich das halt dann echt auf, weil halt viele Sachen damit dabei sind, die noch nicht fotografiert wurden. Und deswegen kann ich auch diese Angst den Leuten so ein bisschen zu nehmen, und dass halt viele denken, oh mein Gott, jetzt ist an meiner Fotolocation um die Ecke so total viel los. Und ich glaube, das ist eine falsche Idee. Ich glaube, dass es sich viel mehr verteilen wird. Und ich glaube, dass die Leute dadurch auch viel mehr die Motivation bekommen, neue Locations zu finden, weil sie einfach mal sehen, oh, die Location, die ich immer fotografiere, die ist jetzt in dem Buch, die hat er hier schon irgendwie fotografiert, ich suche mal was Neues. Ja, das heißt, das ist auch nochmal so die Motivation hinten dran. Dann haben wir natürlich Naturschutzgebiete und Nationalparks explizit herausgeschrieben und haben gesagt, okay, das ist jetzt ein Naturschutzgebiet. Wenn du jetzt im Schwarzen Moor in der Rhön fotografierst, dann darfst du eben diesen Holzsteg nicht verlassen, sonst machst du das Moor kaputt. Das haben wir halt noch explizit da reingeschrieben. Und was auch noch ein Faktor war, wir haben uns irgendwann gedacht, so Mensch, es gibt ja auch Leute, die haben ja gar nicht mehr die Möglichkeit, auf den Fels drauf zu klettern. Und dann haben wir natürlich auch explizit noch Locations beschrieben zu sagen, okay, hey, an der Location kann ich jetzt fotografieren, wenn ich im Rollstuhl sitze. Da kann ich mit dem Rollstuhl hinfahren. Das haben wir auch alles noch herausgearbeitet. Das hat am Schluss echt nochmal sehr, sehr viel Zeit, Ja, das Recherchezeit glaube in ich. Anspruch genommen, das alles da dann zu perfektionieren. Deswegen hat sich so einen Monat verzögert, das Buch. Ja, ich bin sehr gespannt. Ja, ich weiß, dass es da, ich will nicht sagen zwei Lager, weil ich würde behaupten, zumindest so das, was ich so aus der deutschsprachigen Landschaftsfotografie-Szene mitbekomme, leben wir doch relativ harmonisch miteinander. Aber es gibt ja so dieses, ich verrate keine Locations, ne, und erwähne sie auch nicht. Und dann gibt es halt eher den Aufklärungsansatz, ne. Ich bin tatsächlich auch jemand, ich teile keine Locations einfach, weil ich keine Ahnung habe irgendwie. Ne, ich will einfach nicht drüber nachdenken. Und bevor ich drüber nachdenke, ist das jetzt eine weit verbreitete Location oder nicht, lasse ich es einfach. Ne. Ich bin aber durchaus auch mit dem anderen Einsatz einverstanden, solange man halt Aufklärung betreibt. Ne? Also solange man halt sagt, ey Leute, geht nicht von den Stegen runter und ne, dieses klassische leave nothing behind but footprints und am besten nicht mal die. Ne? So ja, das finde ich auf jeden Fall sehr spannend, aber es hört sich auch bei euch in dem Buch ja nach einem guten Ansatz an und also das, was ich ja auch jetzt irgendwie so von Kilian und dir irgendwie mitbekomme, ist es ja, also sag ich mal, habe ich da Vertrauen, dass ihr da die nötige Aufklärung auch betreibt und mit dem richtigen Ansatz irgendwie dran geht? Ja, man muss vor allen Dingen auch beachten, wie auch das Nicht-Nennen von Locations, einfach nur das reine Bild veröffentlichen, sowieso dazu führt, dass es sich verbreitet. Der Punkt ist ja, wir haben ja Locations drin, da gab es ja keine wirklichen Bilder davon. Die musste man ja wirklich extrem schwierig herausfinden, wo man da am besten fotografiert. Aber sobald ich mal das Bild bei Instagram veröffentliche, zum Beispiel ich poste das, ich habe jetzt keine Ahnung, 80% Follower aus Deutschland, Österreich, Schweiz, das sind bei mir 40.000 Leute und viele davon natürlich Fotografen. Das heißt, ich poste eine Location und ich brauche gar nicht zu sagen, wo das ist. Die Leute können erkennen, wo die Region ist, wo ich unterwegs gewesen bin, in den Stories, die können den Zusammenhang sehen. Und da gibt es, wenn ich nicht gerade auf den Kopf gefallen bin und schon ein bisschen länger fotografiere, kann ich mir wirklich nur aus dem Foto Google Maps, ein bisschen Recherchearbeit herausfinden, von wo ich jetzt fotografiert habe. Das ist nicht so kompliziert, auch wenn das jetzt irgendwie nicht ein ganz unbekanntes Wasserschloss, keine Ahnung, in Südthüringen oder sowas ist. Ja, das findet man alles heraus und dann kommen Leute hin. Gerade heute Morgen gesehen, ich hatte vor 2 Wochen, hatte ich hier bei mir im Ort, wir haben so einen alten Steinbruch, der ist ausgefüllt mit Wasser. Das habe ich per Zufall gefunden, wenn der hat so eine Insel drin und wenn ich in dem richtigen Winkel mit der Drohne zu diesem Steinbruch fliege, das funktioniert jetzt übrigens nur zu der Jahreszeit, dann habe ich einen Sonnenuntergang hinter diesem Steinbruch und im Vordergrund habe ich den Steinbruchteich und der sieht aus wie ein Herz aus der Perspektive. Und das war eben so, dass ich nicht gesagt habe, wo man da hinfliegen muss oder wo man da starten muss mit der Drohne. Und trotzdem hat es jetzt 2 Wochen gedauert, da hat irgendjemand genau die gleiche Perspektive, die noch nie irgendeiner fotografiert hatte, auch mit der Drohne aufgenommen, mit dem Abendrot. Und ich habe nur dazu geschrieben, dass es in Mühltal ist. Das heißt, es muss jemand gesagt haben, ah, okay, Mühltal, ich mache das Google Maps aus, guck mal, was gibt es da so für Teiche. Ah, okay, da gibt es eigentlich nur diesen einen großen Steinbruch. Und zack, hat er genau den gleichen Blickwinkel gefunden, ist auch dahin gegangen. Ja.
Und das wird wahrscheinlich nicht der einzige gewesen sein. Das heißt, der nächste geht auch wieder hin. Und man kann das gar nicht vermeiden, wenn ich das Bild veröffentliche. Und deswegen ist meine Meinung dazu halt eben, dass man lieber einen sinnvollen Umgang damit macht. Dass man lieber den Leuten erklärt, wie man damit umgeht. Und was mir auch aufgefallen ist, wir diskutieren dort tatsächlich im Tausendstel. Wenn man sich mal überlegt, was unsere reine pure Existenz, dass ich als Mensch in Deutschland lebe, für einen Einschlag in der Umwelt macht. Wenn ich das mal mir überlege, dann ist es tatsächlich recht irrelevant, wenn ich auf diesen einen Felsen hochgehe und da ein bisschen durchlaufe, im Vergleich dazu, was es ausmacht, dass wir eine Autobahn haben, die uns dahin bringt, dass ich ins Auto steige, dass ich ein Auto gekauft habe, ein Riesenhaus wohne, Strom verbrauche. Das ist im Vergleich dazu so viel größer, dass es dann teilweise echt lächerlich ist, sozusagen um diesen kleinen lokalen Einschlag zu diskutieren. Das Hauptproblem ist aber, dass man halt vieles optisch kaputt macht und natürlich auch die Natur an dieser Stelle lokal kaputt macht, was nur dann recht problematisch wird, wenn das wirklich Naturschutz ist. In dem Geroldsee-Beispiel zum Beispiel, das sind Wirtschaftswiesen, das sind Heuböden nebendran, das wird einmal im Jahr diese Wiese platt gemacht oder zweimal im Jahr, um das Heu zu holen für die Kühe. Wenn da ein Trampelpfad durch ist, sei so, dann fehlt dem Bauer halt ein bisschen Heu, aber das macht jetzt an der Stelle für die Natur nicht viel aus. Dann geht es in andere Location, wie das Schwarze Moor. Wenn ich da mitten durchtrampeln würde und da fotografieren würde, dann mache ich da Moose und kleinen Bewuchsplatz. Ja. Wie heißt das hier? Sonnentau, diese fleischfressende Pflanze gibt es da. Ja. Und das wächst halt nicht mehr nach. Das ist so, das kommt also extrem drauf an, wo ich fotografiere. Und da bin ich dann eher der Meinung, dass man sich an den richtigen Stellen austoben soll beim Fotografieren, dass man auch mit 200 Leuten stehen soll von mir aus, wo man nicht so viel kaputt macht, aber dann, wenn es darauf ankommt, dass man das eben dann nicht tut und dann das Bewusstsein dafür hat. Ja. Und wenn ich wirklich eine Location schützen will, dann darf ich kein Bild von ihr veröffentlichen. So. Genau. Im Prinzip ist es das, ja. Ja, ja, interessant. Also ich finde es auch interessant, da tatsächlich verschiedene Meinungen zu hören. Ja, Punkt. Ja, wenn du noch irgendwas hast, was du sagen willst, wenn du noch irgendwo von erzählen willst, irgendwas ankündigen willst oder sowas, dann kannst du das gerne noch tun. Ansonsten würde ich sagen, ich bedanke mich bei dir. Doch, ich kann die Leute schon mal heiß drauf machen, dass es die Made in Germany Wettervorhersage-App für Fotografen geben wird. Die ist in Arbeit. Es sieht schon sehr gut aus. Ich programmiere das ja nicht selbst. Das lasse ich dann ja den Meteorologen, mit denen ich da zusammenarbeite. Die können das dann doch besser als ich. Und ich mache nur das Marketing, aber es sieht schon sehr gut aus, was ich da so sehen kann, ja. Alles klar. Wann kann man etwa damit rechnen? Gibt es da schon ein Datum etwa? Nee, aber ich denke mal, das sieht momentan so aus, dass man so 2021 dann mal so die ersten Beta-Tester reinholt, weil es muss ja auch getestet werden. Also die Leute müssen ja mal das einfach in Praxis getestet haben. Und das soll ja auch nicht im Sand verlaufen, weil es muss ja gesagt, geil, die Wetter-App und dann kann die 5 Sachen und dann ist es auch wieder langweilig. Es muss schon wirklich was dahinter sein, ja. Ja. Ah ja, da bin ich sehr gespannt drauf, diese App. Ich sage immer App, es ist eine Webseite, weil App, es kostet einfach so viel in der Entwicklung und wenn ich den Browser, kann ich genau das gleiche wie eine App machen und von daher, du weißt das wahrscheinlich auch, ne? Ja. Und es ist halt nochmal viel einfacher, auf die ganzen einzelnen Geräte abzustimmen, als wenn ich das mit einer App mache, also deswegen. Und für die Wetterdaten muss ich sowieso eine Internetverbindung haben, also da kann ich auch nichts, da kann ich auch mit Offline nichts machen. Ja, genau. Also da muss ich sowieso online sein. Ja. Vielleicht bauen wir auch noch mein Wetterradarsystem ein. Ich habe ja auch noch ein Storm-Tracking-Board. Mein Storm-Tracking für die einzelnen Gewitterzellen mit der Bewegungsrichtung funktioniert besser, als was der deutsche Wetterdienst hat. Das muss ich jetzt mal dazu sagen. Also ich habe weniger, ja, weil man kann das zum Beispiel auch bei Kachelmann Wetter, die haben ja auch so ein Storm-Tracking. Wenn man sich das mal anguckt, da schwanken die Richtung von den Gewitterzellen von Radarbild zu Radarbild immer extrem. Bei mir überhaupt nicht. Ich habe nämlich einen speziellen optischen Algorithmus dazu verwendet, der die Richtung perfekt pro Gewitterzelle berechnet und das wirklich sehr smooth deine Gewitterzelle entlang ziehen lässt. Ah ja. Das ist jetzt eine große Richtungsänderung. Vielleicht bauen wir das mal gucken. Ja, ich bin sehr gespannt. Ja, Bastian, danke schön. Es hat auf jeden Fall sehr Spaß gemacht. Wie gesagt, es war sehr interessant. Und ich freue mich weiterhin mit dir in Kontakt zu bleiben und ich habe ja auch schon einen Begleite-mich-Workshop quasi bei dir gebucht und ich freue mich schon darauf, da dann nächstes Jahr
Na, ich hoffe mal. Hoffe ich. Toi, toi, toi. Wir hoffen alle darauf, dass Corona uns nicht ein weiteres Jahr irgendwie fest in den Griffeln hält. Naja, aber nächstes Jahr werde ich extrem viel Storm Chase gehen. Ich habe das jetzt so gemacht, also ich mit Messen rechne ich ja sowieso nicht. Jetzt ich mache auch nur Workshops über mich selbst nächstes Jahr. Wenn es natürlich Workshops gibt, sonst wird das echt irgendwann ein bisschen problematisch, es kann nicht mehr, es muss, der Lockdown muss vorbei sein, sonst gehen ja die ganzen Kleinen vor die Hunde. Das geht ja nicht auf den Akku. Alles klar, ich verabschiede mich dann mal. Danke für das Interview und wir schreiben oder hören uns dann die Tage. Ja, das war das Interview mit Bastian Werner. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Wenn ihr weitere Interviews haben wollt, dann lasst mich gerne wissen, mit wem ihr denn ein Interview sehen wollen würdet. Und ich werde versuchen, dieses Interview in die Wege zu leiten. Das war's für heute. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, auf Wiedersehen und viel Spaß beim Fotografieren.